nicht nur zurück zu mir, sondern zurück zu diesem großen historischen Ereignis, das wir auch immer live bei Ihnen zu Hause an den Bildschirmen zeigen, damit Sie wissen, was gerade passiert. Die Fans feiern einfach diesen Europapokalsieg. Wir vom hr-Fernsehen haben live übertragen seit 17:45 und unser Sportkommentator hinter den Kulissen, die Stimme aus dem Off, das ist unser Kollege Florian Nass. Und Florian, du hast schon so viel erlebt. Du bist so ein erfahrener Sportkommentator. Wie erlebst du heute diesen Tag der Eintracht? Christine, ich bin ganz ehrlich, das fasst mich sehr an. Und das liegt auch daran, dass das meine Heimatstadt ist. Ich kann mich sehr in die Fanseele hineinversetzen, was das für die Eintracht-Fans ausmacht. Mal in der zweiten Liga gespielt, das war ja nicht immer so rosarot wie heute und wie gestern Abend. Das ist schon besonders, diese Stimmung auch so fröhlich, so gelöst hier auf dem Römerberg. Aber wenn wir dann rausgehen und in die Kennedy-Allee blicken und dort ist der Autokorso der Frankfurter Eintracht gerade unterwegs, dann setzt sich diese ganze Stimmung in der Stadt Frankfurt fort. Und das ist außergewöhnlich, was sich momentan auf den Straßen Frankfurts, was sich hier auf dem Römerberg abspielt. Also das ist schon wirklich besonders. Wir haben bei den letzten Bildern, die wir von der Strecke bekommen haben, Timothy Chandler gesehen. Und der saugt genau diese Elemente auf. Da haben wir ihn im Bild. Das ist ein Frankfurter. Das ist ein Frankfurter Junge, ein Frankfurter Bub. Es ist sicherlich kein Top-Leistungsträger, aber er ist eine Integrationsfigur innerhalb dieser Frankfurter Mannschaft. Und ich bin mir sehr sicher, wenn die Eintracht-Mannschaft dann irgendwann auf dem Römerberg angekommen ist und oben auf dem Balkon steht, dann wird er einer der Ersten sein, der das Mikrofon schnappt und hier die ganze Fangemeinde richtig nochmal ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal in Wallung bringen wird. Und er hat so ein paar Firebeaster mit dabei, unter anderem Gonçalo Paciência, den Portugiesen, der hier das zelebriert, den die Fans lieben. Schauen Sie sich das mal an. Im Hintergrund, das ist alles aus Richtung Flughafen kommend. Der Konvoi, der Autokorso kommt eigentlich gar nicht vorwärts, weil jeder will feiern, jeder will das Autogramm der Stunde haben, nämlich ein Selfie, ein Foto machen mit den Stars des gestrigen Abends und dieser Europa-League-Saison. Es ist eine Geschichte, die Frankfurt in dieser Art und Weise, ich glaube, das kann man so sagen, noch nie erlebt hat bei den Feierlichkeiten für eine Frankfurter Mannschaft, für die Frankfurter Eintracht. Wir haben ja viele große Events hier schon erlebt, beispielsweise auch den Empfang der Fußball-Weltmeister 1974, auch wenn da nur einige mit auf dem Römerberg waren. Aber das hier, was wir hier erleben, auch wenn jetzt mal eine Rauchbombe hochgeht, das ist schon außergewöhnlich. Das ist sehr anfassend. Und Christine, du hast eingangs gefragt, wie es mir damit geht. Ja, das ist auch anfassend für einen Sportkommentator. Zurück zu dir, zurück ins Studio. Ja, wunderbare Bilder und vielen, vielen Dank, Florian Nass, für diese Worte.